Moin, hier ist Robert und heute wird es wirklich völlig verrückt, denn heute stelle ich dir unsere komplett neue Content-Strategie für LinkedIn vor, die alleine in den letzten 12 Monaten dafür gesorgt hat, dass unsere Posts über 3,1 Millionen Ansichten erhalten haben und wir wirklich mehr Leads und Anfragen erhalten haben über LinkedIn als jemals zuvor. Das bedeutet auch, dass ich dir ganz genau zeigen werde, wie wir es wirklich regelmäßig schaffen, fast jeder Post mittlerweile, dass er über 10.000 Ansichten und mehr bekommt. Und es hat tatsächlich nichts mit der Anzahl deiner Kontakte zu tun, sondern dahinter steckt eine ganz klare Strategie, die ich dir heute verraten werde. Zusätzlich werde ich dir in dem Training heute zeigen, wie du mehr Interaktion auch bekommst, worauf kommt es an, wirklich Likes zu bekommen, worauf kommt es an, wirklich Kommentare zu bekommen. Und ich freue mich wirklich extrem, heute in die Tiefe mit dir eintauchen zu dürfen. Und es ist auch das erste Mal, dass ich wirklich eine Präsentation, glaube ich, hier auf YouTube mitbringe und ist ein Teil eines größeren Trainings, was ich dir heute vorstellen werde. Wenn dir dieses Format gefällt, dann schreib es mal gerne in die Kommentare, weil ich überlege, regelmäßig solche kleineren Trainings in Präsentationsform mitzubringen. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Golden-Eye-Strategie, die wir wirklich über die letzten 2 Jahre entwickelt und perfektioniert haben, ja, dir in irgendeiner Form geholfen hat, das Video, dann lass gerne ein Like da. Das würde mich extrem freuen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit unserer komplett neuen LinkedIn-Content-Strategie, die der Algorithmus liebt. Zum Hintergrund muss man wissen, dass es vor 2 Jahren noch extrem leicht war, Reichweite mit seinem LinkedIn-Content zu bekommen. Denn es gab relativ wenig Leute, die überhaupt was gepostet haben. Und wenn man mal gepostet hat, dann wurden die Posts direkt angezeigt und wirklich Tausende von Menschen auch in seiner Zielgruppe konnte man erreichen. Doch das hat sich relativ schnell geändert. Die erste Tatsache, die da reingespielt hat, dass es Tag für Tag neue, gute Content-Creator gab. Ich habe ein paar Beispiele von Kundinnen und Kunden von uns mitgebracht, die natürlich dann auch angefangen haben, nach unserer Content-Strategie ihren Content zu posten. Und das hat natürlich am Ende dafür gesorgt, dass LinkedIn plötzlich viel mehr Material hatte, viel mehr Content hatte, was ausspielen konnte und dann natürlich dafür gesorgt hat, dass die allgemeine Reichweite nach und nach runtergegangen ist und wirklich nur noch der beste Content eigentlich ausgespielt wurde. Die zweite Tatsache war, dass sich der LinkedIn-Algorithmus wirklich über die letzten Monate und auch in den letzten 2 Jahren wirklich signifikant geändert hat. Man muss zu jedem Zeitpunkt eigentlich wissen, welche Inhalte er mag und welche er nicht mag, weil es einfach gewisse Spielregeln gibt, die dafür sorgen, dass deine Posts 1.000 Leuten angezeigt werden oder halt 10.000 Leuten angezeigt werden. Und wie ich schon gesagt habe, es ist fast komplett unabhängig von der Anzahl an Kontakten, die du hast. Also dein Content ist nicht daran gebunden, wie viele Kontakte du hast, sondern es hängt wirklich daran ab, wie deine Content-Strategie am Ende aussieht. Es begann also der Kampf um den LinkedIn-Feed, weil was man wissen muss, ist, dass der LinkedIn-Feed nur eine begrenzte Anzahl an Slots hat, die er tagtäglich ausspielt. Er hat Zehntausende von Möglichkeiten, was er alles anzeigen kann, weil so viel passiert mittlerweile in diesem Netzwerk. Und mittlerweile pickt er sich wirklich nur noch die Sachen raus, den Content raus, der wirklich richtig gut ist, wo auch viele Leute Interesse gezeigt haben, es geliked haben, kommentiert haben und es sich durchgelesen haben. Das ist wirklich das, was passiert ist, dass es immer schwieriger war, am Ende in diesen Feed reinzukommen. Und dann haben wir uns natürlich irgendwann die Frage gestellt, hey, lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Und das sollte man sich natürlich, egal ob in der Selbstständigkeit, egal unternehmerisch oder egal ob man irgendwie im Vertrieb und Marketing arbeitet, eigentlich immer mal wieder diese Frage stellen, lohnt sich der Aufwand, den ich in eine Aktivität reinstecke oder nicht? Doch wir hatten einen Geistesblitz. Da haben wir uns gesagt, bevor wir dort den Stecker ziehen, lass uns mal eine Frage nochmal stellen. Und zwar war das die wichtigste Frage, die wir uns stellen konnten. Wie wichtig ist unser Content auf LinkedIn eigentlich für unsere Kundengewinnung? Und das ist tatsächlich etwas, was ich über die Jahre gelernt habe, dass man häufig in die Falle tappt und Sachen plötzlich beendet, die vorher extrem gut funktioniert haben. Gleichzeitig man sich aber auch immer wieder mal trauen muss, Sachen abzuschalten, wenn sie wirklich nicht Aufwand nutzen und in einem Verhältnis irgendwie stehen. Und jetzt kam tatsächlich die erschreckende Erkenntnis, dass irgendwie 80% unserer Kundinnen und Kunden über unseren Content kamen. Also ganz, ganz viele hatten uns über Monate lang beobachtet und haben sich dann irgendwann für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden. Und hätte es diesen Content nicht gegeben, hätten wir von einem Tag auf den anderen wahrscheinlich 80% Umsatzeinbruch. Und da war so, okay, Content ist vielleicht doch ein wesentlicher Faktor in dieser ganzen Social-Selling-Gleichung. Da müssen wir ran. Das hat alles verändert. Und statt uns zurückzuziehen, gab es eigentlich nur noch eine Möglichkeit und ein bisschen sportlich ausgedrückt, es gab den Angriff. Ne? Wir mussten dieses Thema wirklich meistern und wir mussten irgendwie anders rangehen. Was haben wir jetzt in den letzten 9 Monaten gemacht? Und mittlerweile kann man es, glaube ich, auf die letzten 12 Monate eigentlich ausweiten.
Erstens, wir haben uns, glaube ich, jedes Copywriting- und Storytelling-Buch da draußen geschnappt, was es gibt. Wir haben uns wirklich aufgeteilt in der Firma. Jeder hat unterschiedliche Bücher gelesen und wir haben alles in den Topf geschmissen und uns regelmäßig geupdatet, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil, was man wirklich im Hinterkopf behalten muss, Content auf LinkedIn ist nichts anderes als Werbetexten und Storytelling. Und das sind einfach Themen, die es schon seit Jahrzehnten gibt und es gibt verdammt gute Bücher dazu, die einem wirklich die Grundlagen beibringen. Nichtsdestotrotz hat natürlich LinkedIn-Content seine Besonderheiten, die am Ende man in keinem Buch leider findet. Zweiten Schritt, was wir gemacht haben, wir haben wirklich den Content bzw. den LinkedIn-Algorithmus tanzen lassen. Also wir haben wirklich angefangen, Woche für Woche ganz unterschiedliche Formate, ganz unterschiedliche Texte, ganz unterschiedliche Bilder zu testen. Also wirklich super systematische Experimente zu machen und zu beobachten, was passiert. Was mag der Algorithmus, was mag er nicht, was spielt er aus, was spielt er nicht. Und dann kam nach und nach bei diesen Experimenten eigentlich ein Muster immer mehr raus. Zum einen, dass fachliche Inhalte eine große Kategorie sind, wo man wirklich es schafft, dass Leute verstehen, was man eigentlich tut. Ne? Was wir aber beobachtet haben, dass fachliche Inhalte nicht viel Reichweite bringen. Denn sie sind fachlich, es ist ein Thema, über das du redest. Wenn ich zum Beispiel über Social Selling rede, interessiert es ein paar Leute, aber nicht die breite Masse. Kommen wir zur zweiten Kategorie und das waren die persönlichen Inhalte. Wenn ich zum Beispiel darüber spreche, dass ich nach Spanien gezogen bin, hat es plötzlich die breite Masse interessiert. Und das war die spannende Beobachtung, dass gerade persönliche Inhalte zu viel Reichweite geführt haben, aber keiner hat halt verstanden, was wir tun. Also es bedeutet auch, nur persönliche Sachen posten bringt dir halt auch nichts, weil du dann bist du everybody's darling und jeder feiert deinen Content, aber kein Mensch weiß, was du eigentlich machst und das bringt dir unternehmerisch halt auch relativ wenig. Und die dritte Kategorie war das Thema Konvertierung, dass wir wirklich angefangen haben, wie können wir den Content auch nutzen, um wirklich darüber Anfragen bekommen, Leads zu bekommen, Webinar-Teilnehmer zu bekommen. Also wie kriegen wir die Leute auch wirklich gezielt von der Plattform runter zu dem nächsten Schritt? Und dann haben wir so eine Hypothese aufgestellt, was wäre eigentlich, wenn unsere Content-Strategie viel Reichweite bringt, jeder versteht, was wir tun und das auch noch messbar zu Anfragen und Leads führt. Weil das wäre ja der absolute, das wäre ja das Beste, was uns passieren konnte, dass es diese drei Sachen wirklich trifft. Und dafür haben wir eine erste Hypothese entwickelt für unsere neue Content-Strategie. Zum einen, wir nutzen persönliche Inhalte regelmäßig, um möglichst viele Kontakte in unserer Zielgruppe zu erreichen. Immer betont, in unserer Zielgruppe wollen wir viele Leute erreichen. Wenn es darüber hinausgeht, wehren wir uns natürlich nicht. Wir nutzen fachliche Inhalte, weniger Reichweite siehst du da auch, um unsere fachliche Expertise zu zeigen, um den Leuten wirklich zu zeigen, was wir im Bereich Social Selling und Marketing irgendwie auf dem Kasten haben. Und dann nutzen wir regelmäßig konvertierende Inhalte, um Leute wirklich in Termine zu bekommen, in Anfragen zu bekommen und am Ende daraus Kunden zu machen. Und dann haben wir diese Strategie wirklich in den ersten Test geschickt. Ja, haben wirklich gesagt, Post 1 von mir und jeder von uns hat sich dann auf drei Posts committed. Der erste Post von mir war ein Expert-Content, wo die Leute verstanden haben, was wir tun und ich habe erste Tipps gegeben. Zweiter Post war Social-Content, wo ich wirklich persönliche Einblicke gegeben habe, was so unternehmerisch oder in meiner Selbstständigkeit passiert. Und Post Nummer 3 war dann wirklich Conversion-Content, wo ich die Leute versucht habe, in ein Webinar zu bekommen, sich was runterzuladen oder in ein Telefonat zu bekommen. Und das haben wir dann tatsächlich konsequent umgesetzt. Und diese Strategie, die wir dir hier zeigen und kriegt auch gleich einen Namen, kann man natürlich mit 3 Posts pro Woche machen. Man kann sie mit 2 Posts pro Woche machen. Man kann sie aber auch mit 1 Post pro Woche machen. Also das ist tatsächlich etwas, was wir mittlerweile mit unseren Kundinnen und Kunden selber dann individuell gestalten. Wie macht es Sinn, diese Posts sozusagen anzuordnen nach diesem Thema? Und nach ein paar Wochen konnten wir tatsächlich unseren Augen nicht trauen, weil es war von Anfang an eine Hypothese und ob sie aufgeht oder nicht. Und ich kann nur sagen, dass ich stolzer denn je bin, denn durch den Social Content und die Formel und das, was wir über Storytelling über die Zeit nach und nach gelernt haben, haben wir wirklich in den letzten 9 Monaten, glaube ich, zusammen über 3,1 Millionen Ansichten geknackt. Es wurde plötzlich absurd und es sind nicht nur One-Hit-Wunder dabei gewesen, sondern wirklich jeder Post wurde plötzlich signifikant besser. Auch die Expert-Posts wurden plötzlich viel interessanter, haben viel mehr Menschen erreicht und es war unglaublich schön zu sehen, dass das aufgeht. Das zweite Thema war, dass plötzlich Leute sich bei uns gemeldet haben. Ja, also wie als Beispiel Andrea, die geschrieben hat, macht es Sinn, dass ich einen Termin für ein Beratungsgespräch bei euch dazu buche? Das war etwas, was wir vorher in der Form nie so erlebt haben, beziehungsweise nicht in der Dynamik, die es plötzlich genommen haben. Und es wurden mehr und mehr, umso mehr Leute wir natürlich über unseren Content erreicht haben, umso mehr Anfragen haben wir natürlich auch dadurch gewonnen. Bis sich am Ende unser gesamter Kalender irgendwie
gestaut hat bzw. voll war und wir jetzt auch gerade aktuell in dem Prozess sind, weitere Leute für die Telefongespräche einzustellen, weil unser Kalender heute noch voll ist und wir teilweise noch eine Woche Vorlauf haben für ein Erstgespräch, weil wir einfach mit dem Content so viele Leute erreichen. Und das Coole ist wirklich, dass LinkedIn mittlerweile unser Hauptvertriebs- und Marketingkanal dadurch geworden ist, dass Social Selling und der Content wirklich 80% unseres Umsatzes machen und dass Leute auf uns zukommen. Das bedeutet, wir müssen niemanden mehr überzeugen, sondern die Leute sind bereits am Telefon begeistert und wollen wissen, wie sie mit uns zusammenarbeiten können. Und wir haben das Kind die GoldenEye Content Strategie getauft, weil am Ende ist da dieses goldene Auge in der Mitte. Und du bist herzlich eingeladen und da springen wir gleich auch rein, wie du das Ganze für dich nutzen kannst. Am Ende war unser größtes Learning eigentlich daraus, dass es drei Kategorien gibt, die man spielen kann, wo man sich auch selbst entscheiden kann, wie man sie spielt. Wir haben zum Beispiel Kundinnen und Kunden, die sich nur auf fachliche Inhalte konzentrieren, was komplett reicht und funktioniert und dann regelmäßig vielleicht einen Conversion-Post machen, um die Leute dann in ein Webinar einzuladen oder ein Telefonat einzuladen, all sowas. Aber wir haben auch ganz viele Leute, die so das erste Mal sich an die persönlichen Inhalte, also an Social Content rantrauen und selbst nicht glauben können, was passiert. Ich hatte gerade jetzt die Tage eine Nachricht im Eingang, hey, durch eure GoldenEye-Strategie hatte ich das erste Mal 40.000 Ansichten auf einen Post und ich kann selbst immer noch nicht glauben, wie das passiert ist. Und das ist unglaublich schön zu sehen, wie gut dieser Ansatz am Ende funktioniert. Das wollte ich dir heute mit diesem kurzen Training mal zeigen. Es gibt ein ausführliches Training noch dazu. Ich muss mal schauen, wie ich dir das zur Verfügung stellen kann. Aber die brennendste Frage ist natürlich am Ende, wie du das für dich nutzen kannst. Für uns hat es wirklich dazu geführt, umso mehr Leute wir erreicht haben und die Leute auch verstanden haben, was wir tun durch den Expert-Content und wir sie dann konvertiert haben, hat es am Ende natürlich dazu geführt, dass wir mehr Anfragen, mehr Leads und am Ende auch Kunden gewonnen haben. Und was selten halt diskutiert wird, habe ich immer bei dem Thema Content irgendwie das Ganze, ist, was schreibt man? Was sind die Inhalte? Viele Leute reden immer Formate wie Bilder, Videos, Texte, aber das ist es halt nicht, sondern das Inhaltliche ist entscheidend. Das bedeutet, wenn du heute mit dem Thema starten willst oder auch mit der GoldenEye-Strategie starten willst, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist wirklich, hey, setz dich mal hin und überleg dir in diesen drei Kategorien deine Inhalte zu überlegen. Also wirklich Themen zu überlegen. Nichts anderes mache ich heute tagtäglich. Das bedeutet wirklich, ich schreibe mir runter, was sind einfach fachliche Themen, die gerade zum Beispiel unsere Kundinnen und Kunden beschäftigen. Ja, wie so ein Thema, dass ich letzte Woche drei Nachrichten in der Inbox hatte. Hey Robert, wie kann ich mehr Reichweite auf meinen Content in LinkedIn bekommen? Und daraus ist tatsächlich die Idee für das Video heute gekommen. Also nichts anderes mache ich, als du jetzt direkt machen kannst. Also das bedeutet, wie kannst du wirklich deine fachliche Expertise zeigen? Und das ist auch immer der erste Schritt. Fang mit fachlichen Themen an, wo du erste Tipps an deine Zielgruppe gibst. Wenn du dann ein bisschen weitergehen willst, und da wird es halt ein bisschen persönlicher, mach ersten Social Content. Also überleg dir sozusagen eine persönliche Anekdote, eine persönliche Geschichte, immer mit Business-Bezug. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Es interessiert niemanden, dass ich nach Spanien gegangen bin, wenn nicht der Dreh drin gewesen bin, wäre, warum ich das getan habe und warum es auch unternehmerisch einfach super interessant ist. Und dann die hohe Kunst, und tatsächlich muss man die ersten zwei Kategorien so gemeistert haben, ist, dann die Leute wirklich in den nächsten Schritt zu bekommen. Die Leute dazu bekommen, eine Anfrage bei dir zu stellen, Termin bei dir zu buchen oder am Ende, was weiß ich, einen Podcast von dir zu hören. Das ist dann der dritte Schritt. Aber damit kannst du direkt starten. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du irgendwelche Fragen zu der GoldenEye-Strategie hast, dann gerne in die Kommentare schreiben und dann kommen wir gleich zu der Zusammenfassung vom heutigen Training. Was mich unglaublich freuen würde, wäre, wenn du dir wirklich mal die drei Kategorien der GoldenEye-Strategie schnappst und wirklich in jedem Bereich mal ein paar Themen runterschreibst und wirklich die ersten Posts damit gestaltest und schaust, was passiert. Und ich würde mich unglaublich über dein Feedback freuen, wie es gelaufen ist. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu der GoldenEye-Strategie, lass mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du Lust hast, diese Strategie wirklich individuell gemeinsam umzusetzen, dann melde dich gerne, schau dir gerne mal unser Mentoring an. Dort machen wir genau solche Themen, wo wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden diese Content-Strategie runterbrechen, individualisieren und dann wirklich Schritt für Schritt helfen, das Ganze erfolgreich umzusetzen. Wenn das interessant ist, klick gerne auf den Link unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn dir diese Strategie weitergeholfen hat, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt und wenn du keins der Videos mehr verpassen willst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du nicht den Abonnieren-Button natürlich klickst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Same time next week. Same time next week. All right.